Erlaube dir, dich verletzlich zu zeigen. Ja Gott, wo kommen wir dahin, wenn wir uns verletzlich zeigen? Können wir verletzt werden? Genau. Das ist die Krux dabei. Wir wollen uns schützen, wir wollen uns nicht verletzlich zeigen, denn wir wollen nicht verletzt werden. Wenn wir das weiter so leben, zumachen, schützen, nicht zeigen von dem, was in uns vorgeht, dann spielen wir ein falsches Spiel und wir fordern den anderen auch auf, das Gleiche zu tun. Verletzlichkeit, nicht nur in deiner Partnerschaft, sondern auch in deinen Beziehungen zu Freunden, zu Familie, zu anderen, ist der Punkt, der dich zur Intimität führt, zu wahrem, wirklichem Kontakt. Sich vor Verletztheit zu schützen, ist menschlich verständlich, kommt aus dem Bewusstsein des Kindes. Aber als Erwachsener können wir einen neuen Schritt tun und sagen, ich öffne mich dafür, erstmal mir selbst zuzugestehen. Da ist manches drin, was schwach ist, was ohnmächtig ist, was ich noch nicht mag an mir. Ob es Ängste sind, Kleinheitsgefühle, Ohnmacht etc., nur ein paar Beispiele zu nennen. Oder ich habe hier das Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben, ich schäme mich hierfür. Das erstmal mir selbstbewusst zu machen, ist ein Akt der Ehrlichkeit und dafür benötigen wir ein bisschen Mut, eine Entscheidung. Ich entscheide mich, genau hinzuschauen und mich nicht selbst zu betrügen und zu sagen, ich tue so, als ob. Die meisten Menschen laufen genau mit dieser Maske, mit dieser Rolle. Ich tue mal so, als ob, nichts fair, alles in Ordnung, ich bin normal, aber an ihren Gesichtern kannst du erkennen, dass es selten ehrlich ist, dass da Fröhlichkeit, Freude hinauskommt. Da muss viel Anstrengung in uns geschehen, um das, was wirklich da ist, das schon verletzt sein, die Angst, wieder verletzt zu werden, die Angst, enttäuscht, gekränkt, verlassen zu werden, nur ja nicht zu zeigen. Genau umgekehrt geht der Weg, heißt dort hinein, in dieses Wahrhaftige, das zu fühlen, was das Kind in uns oft fühlt und gefühlt hat und was uns heute immer noch steuert. Wir als Erwachsene können mutig diesen Schritt tun und sagen, ich habe den Mut, mich diesem und jenem Menschen, Freund, Partner, Partnerin gegenüber verlässlich zu zeigen. Ich kann auch anderen im beruflichen Bereich, Kollegen, Vorgesetzten, Kunden, mich mehr und mehr so zeigen, was wirklich da ist. Und du wirst die große Überraschung machen, viele sind erstaunt, und es ermutigt sie, auch etwas von sich zu zeigen. Und dann entsteht eine Verbindung. Der andere erkennt in dir den Menschen und nicht den Maskenträger, der so tut, als ob. Wahrhaftigkeit wird belohnt, weil in jedem Menschen die Sehnsucht ist, sich selbst zu zeigen, aber hat Angst, sich zu zeigen, weil er denkt, er wird dadurch bestraft. Darum möchte ich dich ermutigen, etwas Neues anzufangen, was bisher nicht als normal gilt, von seinen Gefühlen zu sprechen, nicht in einem leidigen Ton, sondern sehr klar und selbstbewusst und sagt, ja, ich bin mir bewusst, in mir ist auch Angst, in mir ist ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen. Manchmal schäme ich mich auch, manchmal fühle ich mich klein, enttäuscht, verlassen. Und der andere wird sagen, du auch? Danke, dass du mir sagst. Meine Empfehlung, Verletzlichkeit zu fühlen, zuzugeben, dazu zu stehen, dich nicht dafür zu schämen, sondern es als einen mutigen Akt zu dir hin zu betrachten in deine tiefste Wahrheit.